Delicious. Moin, 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 liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zu Madden 18, unsere Online-Franchise mit der Community. Und mit mir dabei ist schon fast im Inventar von Picofly TV Flo von Sebefeld Games and More. Grüß dich! Ja, wie ihr wisst, haben wir ja schon eine Online-Franchise gestartet, die aber leider ein bisschen verbuggt war und ging da irgendwie nicht mehr so richtig weiter und haben uns gedacht, ja, machen wir eine neue mit euch, für euch, mit euch gemeinsam. Ja, wichtig, vor allem mit der Community. Genau. Genau, mit der Community. Ein Infovideo gab es ja schon, da konnten sich schon mal ein paar melden und jetzt wollen wir nochmal ein paar Regeln zusammenfassen, was da so, weil ohne Regeln geht's nicht, wenn so viele Leute auf einem Haufen in einer Franchise spielen. Richtig. Haben wir uns das überlegt. Ja. Genau, start mal. Ich fange mal an. Und zwar wollen wir so Sonntagabend ist so ein Cut-Day quasi. Wer bis Sonntag sein Spiel nicht gespielt hat, dann wird simuliert. Es sei denn, es gibt einen driftigen Grund. Das kann derjenige uns dann ja persönlich einfach anschreiben und sagen, hey, ich schaff's nicht, keine Ahnung, bin im Urlaub oder sonst was passiert. Dann ist das kein Problem. Ansonsten wollen wir halt, dass ihr jede Woche ein Spiel macht. Wenn wir natürlich alle Mittwoch schon durch sind, dann könnt ihr auch gerne ein zweites Spiel machen in der Woche. Aber sonntags wird definitiv dann simuliert, damit wir halt alle wenigstens einmal in der Woche ein Spiel machen können. Sollte jemand mal zwei Wochen nicht aktiv sein und sich nicht bei uns gemeldet haben bzw. abgemeldet haben, dann ja, werden wir ihn verbannen, weil das dann ja blöd ist, wenn er nicht mitspielt. Also wir wollen da schon, dass ihr regelmäßig aktiv seid. Richtig. Ja. Du kannst ruhig mal einwerfen, wenn das ist. Ja, auf jeden Fall. Ich bin da am Kontrollieren. Werde genau, Ergänzungen machen. Die zweite machen. Regel wäre, sollte es zu Direktbegegnungen kommen zwischen zwei Spielern, müsst ihr natürlich einen passenden Termin finden. Also, ne, dann müsst ihr euch verabreden und dann online gegeneinander zocken. Sollte es dem einen oder dem anderen nicht möglich sein, den Termin wahrzunehmen oder gar keinen Termin finden, dann wird es natürlich simuliert. Beziehungsweise, wenn einer freiwillig sagt, ja, spiel ruhig gegen mich als Computer quasi, ist das kein Problem, aber dafür haben wir die Community und da könnt ihr regelrecht regelmäßig chatten, was das Zeug hält und euch da verabreden und machen. Ich denke, das kriegen wir alles hin. Ihr könnt natürlich auch beide sagen, wir simulieren das Spiel, auch kein Thema, das werden wir dann alles regeln. So, Punkt 3 wäre Fair Play. Wir wollen natürlich ein friedliches Miteinander hier haben, also keine Beschimpfung, keine, was weiß ich, sinnlosen Ausdrücke. Denke, das liegt in eurem Interesse auch, dass wir hier friedlich und niveauvoll miteinander umgehen. Es ist Football, es kann auch mal ein Scheiße fallen, das ist kein Problem, aber halt dementsprechend alles sachlich und vernünftig abgeht. Was sind wir jetzt? Punkt 4. Ja, keine Beleidigungen, keine Flugwörter, ist, habe ich ja schon erwähnt, wie gesagt, alles schön im Einklang hier. Wir wollen natürlich nur aktive Mitglieder haben, also wer hier kein Abonnent und kein aktives Community-Mitglied ist, der ja, braucht auch nicht mitspielen, der wird dann auch das Video wahrscheinlich nicht sehen und von daher denke ich, kommt das für diejenigen nicht in Frage. Genau, dann hast du ja schon schön alles gesagt. Nein, passt eigentlich soweit so gut. Eben wie gesagt, aktiv. Es ist eine Online-Franchise für die Community. Wir wurden angefragt, ob wir mal nicht mit der Community was machen können. Wir machen ja öfters mal was mit der Community. Und für all diejenigen, die Madden besitzen, jetzt hier die Möglichkeit, mit uns gemeinsam eben diese Online-Franchise zu machen. Ihr habt noch Möglichkeit, bis mit Sonntag euch anzumelden, also Week 2. Bis da nehmen wir noch Leute auf. Auch diejenigen, die sich jetzt schon im ersten Video bei uns angemeldet haben, sollen unter dieses Video nochmal kurz reinschreiben, Hashtag mit eurem Team. Eure Teams sind schon reserviert, aber ihr müsst euch hier nochmal melden, einfach damit ihr euch mit den Regeln einverstanden erklärt. Und ja, so sieht man auch gleich, wer aktiv Community ist und wer nicht. Und dann passt es eigentlich auch. Und dann seid ihr mit dabei, werden wir euch gleich eine Einladung senden. Das erste Spiel ist morgen und zwar Livestream. Seattle Seahawks gegen die Green Bay Packers. Russell Wilson gegen Aaron Rodgers. Blau gegen Grün. Das CenturyLink Field gegen das Lambo Field. Was gibt's alles noch? Ja, so sieht's aus. Genau, wir haben uns die beiden Teams schon ausgesucht und von daher spielen wir gleich Woche 1 gegeneinander. Da können wir noch ein paar Fragen beantworten, wenn es noch welche gibt, wer da zuschaut, Fragen hat. Ja, eine kleine Regel noch zum Spiel selbst. Wir
werden den Transfer so halten, dass wir nur sinnvolle Transfers machen. Heißt, Spieler, die Free Agent sind, können natürlich verpflichtet werden. Verträge, die auslaufen, können verlängert werden. Das ist eure Sache. Was die Trades angeht, wir wollen halt, dass es so realistisch wie möglich gestaltet wird. Heißt, einer, der jetzt die Browns nimmt, sollte dann nicht Tom Brady auf Teufel komm raus verpflichten, weil das einfach sinnlos ist. Sollte Tom Brady natürlich am Saisonende Free Agent sein, ja, dann holt ihn euch von mir aus. Ist dann auch egal, aber halt sinnvolle, logische Transfers. Ja, wenn jetzt einer traden will und sagt, Mensch, pass mal auf hier, der Kicker, der spielt schon nicht mehr bei meiner Mannschaft und so, den haben sie rausgeschmissen, ja, dann können wir natürlich sicherlich drüber reden, deswegen könnt ihr uns ja anschreiben, uns ansprechen und dann kriegen wir das auf die Reihe, denke ich. Genau, weil ich bin auch ein Riesenfan von Simulation, also ich liebe es, das Ganze sehr, sehr originalgetreu zu spielen. Mir ist aber wirklich vollkommen egal, wenn ihr irgendwelche Transfer macht. Ich werde auch Transfers machen, aber versuche halt eben im großen Teil die Mannschaft zu übernehmen, die auch in Real Life spielt. Und das lege ich euch auch ans Herz. Klar, wenn ihr eine Browns-Team nehmt, dann ändert doch ein paar Sachen. Das ist nicht das Problem. Wir möchten einfach nicht, dass ein Aaron Rodgers, ein Russell Wilson oder ein Tom Brady dann irgendwie bei den Browns spielt, weil das wäre absolut Humbug. Auch ein Julio Jones ja. Kommt da nie und nimmer hin. Ein bisschen Realismus muss da schon da sein. Das wäre natürlich toll, weil das würde uns die ganze Saison vermiesen. Tja. Ja, du spielst mit den Packers. Genau. Noch kurz als Information. Ich werde mit dem Seahawks spielen. Bei mir bei Picofly TV wird alles als Livestream kommen. Und zwar immer wieder an verschiedenen Tagen, also Wochentage, Wochenende und an verschiedenen Zeiten. Also ich werde das Ganze mal am Montag um 8 Uhr, mal am Mittag, mal am Abend streamen, damit wirklich auch Leute, die jetzt zum Beispiel in der Küche arbeiten, komische Arbeitszeiten haben, mal die Möglichkeit haben, im Livestream mit dabei zu sein. Dazu werde ich schauen, dass die Livestreams zwischen 45 Minuten und eine Stunde dauern, dass man das Ganze im Nachhinein dann auch noch als Let's Play anständig anschauen kann. Ich persönlich schaue Videos, die länger als anderthalb Stunden dauern, dann auch nicht mehr. Von dem her werden wir das relativ kurz halten. Ich weiß zwar noch nicht, ob wir eine Stunde oder 45 Minuten, kommt darauf an, ob wir Only Offense spielen oder das ganze Spiel. Ja, das wäre es dann. Ich versuche das Ganze als Livestream zu spielen, dass ihr auch die Möglichkeit habt zu interagieren, zu sagen, ja, wir bauen gemeinsam die Seattle Seahawks auf. Ihr könnt Tipps reinschreiben, hey, traft mal den oder stellt den mal auf die Bank, der ist nichts und so. Das können wir dann miteinander anschauen und miteinander die Seattle Seahawks in die Playoffs führen. Da hat natürlich Flo was dagegen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, da hat was dagegen. Ja, genau. Bei mir gibt es das Ganze als Let's Play. Einmal die Woche, beziehungsweise so oft wir dann in der Woche halt spielen. Und ich werde das versuchen, unter 30 Minuten zu halten. Ich spiele ein Full Game, also mit Defense und Offense. Was auch immer so eine Dreiviertelstunde geht, manchmal ein bisschen länger und von daher werde ich dann so die Highlights rausschneiden, so dass ihr wenig wie möglich verpasst halt. Und ja, könnt ihr natürlich auch Kommentare, Anregungen unter meine Videos schreiben, was ihr besser machen würdet oder was ich anders machen soll, wie auch immer. Das ist sicherlich kein Problem. Ja, und wer hier schreibt, Aaron Rodgers muss weg. Ja, nein, Sepp. Genau, etwas haben wir noch vergessen. Ich glaube, du hast es nicht erwähnt, und zwar mehrmals wiederholen der Spiele. Also bitte unterlasst das, man kann mal verlieren in einer Saison, zwei, drei Spiele, vielleicht auch mehr. Es ist im Sport so, man gewinnt und man verliert. Akzeptiert das, wenn ihr verliert, und wiederholt es nicht 5-6 Mal. Wir können sehen, wie viele Mal ihr das Ganze wiederholt habt. Es kann mal sein, dass es Serverprobleme gibt, kennen wir alles. Aber bei regelmäßigem, absichtlichen Wiederholen wird man einfach gebannt. Dann war's das. Das ist natürlich dann blöd. Wie gesagt, ihr habt es ja gesehen bei uns in der letzten Online-Franchise, beziehungsweise werdet ihr es hier auch sehen, dass wir hier auch verlieren, Spiele. Wir haben zwar jetzt bessere Mannschaften, aber nichtsdestotrotz werde ich hier nicht alle gewinnen. Und dann ist das eben so. Das ist nur realistisch und dann, denke ich, haben wir doch alle Spaß und Freude. Genau. Ja, und eben gesagt, schreibt nochmal eure Teams rein, Hashtag eure Teams. Falls wir eure Benutzernamen auf der PlayStation noch nicht habt, schreibt ihr Hashtag euer Team und dann anschließend noch euer Name auf der PSN, damit wir euch Samstag, morgen Nachmittag gleich noch einladen können und ihr mitspielen könnt. Ja. Ja, so sieht's aus. Denkt dran, Support ist kein Mord. Ja, Sport ist vielleicht Mord, aber nicht Support. Morgen dann noch
im Livestream, wenn noch Fragen sind, sind wir nochmal da. Genau, ja, danke vielmals. Genau, ciao, ciao. Bis dann, ciao.